Der internationale Hörgeräte-Akustiker-Kongress ist das Ereignis in der Hörgerätebranche. Alle führenden Hörgerätehersteller präsentieren hier ihre Neuheiten und Trends. Herr Kollofunk, Frau Koch, Sie sind aus Mainz angereist. Hat sich der Weg für Sie gelohnt? Der Weg hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ich bin jetzt schon seit 15 Jahren hier auf dem Hörgeräte-Akustiker-Kongress und ich muss sagen, auch dieses Jahr haben wir wieder tolle Neuheiten, kleine Produkte, schöne Hörsysteme entdeckt. Vielleicht was Konkretes, ein konkretes Produkt? Ja, also besonders gut hat uns das Widex Stream Hörgerät gefallen. Es verbindet eben ein sehr kleines Hörsystem, was fast unsichtbar im Ohr verschwindet, mit einer überragenden Technik. Ich sehe, Sie haben noch etwas mitgebracht. Ja, wenn ich Ihnen das kurz erklären darf. Gerne. Und zwar ist es ein Zubehör für das Stream-Gerät, das Herr Kollofunk schon beschrieben hat. Dieses Gerät ist koppelbar mit Fernseher, Telefon, Stereoanlage. Das Hauptproblem, was ja auch nicht nur Schwerhörige haben, ist das Verstehen beim Fernseher. Die Fernseher, die kleinen, großen, flachen Fernseher, haben viel zu kleine, falsch positionierte Lautsprecher. Und dadurch ist ein Hören für einen Hörgeräteträger bei so einem Fernseher sehr, sehr schwierig. Nimmt man jetzt so ein Zubehör hinzu, kann man kabellos den Fernseher 1:1 in beide Ohren einspeisen. Bei dem Gerät ist halt noch toll mit dem Stummknopf, wenn man quasi nur Fernseher hören möchte und der Partner oder die Partnerin telefoniert und man möchte sich wirklich nur auf die Fernseher fokussieren, drückt man einfach die Mikrofone auf Stumm. Möchte man es wieder hinzufügen, einfach wieder drücken. Das ist ja eine Funktion, da möchte man fast Hörgeräte tragen. Ja, ich meine, bei den Geräten, die haben halt auch eine Richtungsfunktion. Das heißt, dieses System binaurale Synchronisation. Man braucht zwei Hörsysteme, rechts und links. Und schon quasi kommunizieren beide Hörgeräte. Und das, durch diesen neuen Chip, das ist eine wahnsinnige Technologie, ein wahnsinnig schneller Chip. Die tasten sich 21 Mal die Sekunde ab. Also ist wirklich ein tolles Klangbild gegeben und wie gesagt, ein tolles Sprachverstehen, ein tolles Richtungshören. Das hört sich wirklich interessant an. Ist das Gerät denn bereits verfügbar oder ist das noch eine Messeneuheit, die so brandneu ist, dass sie im Moment noch gar nicht getestet werden kann? Die ist so neu, dass wir schon seit ein paar Wochen ein paar Kunden testen lassen haben und die wirklich schon tolle Erfahrungen gemacht haben. Und wenn Sie sich angesprochen fühlen, dürfen Sie gerne einen Termin bei uns vereinbaren und wir können das direkt analysieren, ob das System für Sie geeignet wäre oder was für ein System geeignet wäre und Sie können es gerne zum Probieren mit nach Hause nehmen. Das ist natürlich klasse. Der erste Schritt ist, oder wie läuft dann an sich hier das Ganze mit so einer Hörgeräteanpassung ab? Ja, also es ist so, der Kunde ruft an, wir vereinbaren einen Termin, dass wir eine Stunde Zeit für ihn haben, machen erstmal eine Höranalyse, das heißt einen Hörtest und danach kann er ein Hörgerät ausprobieren. Und das Schöne ist, er kann nicht nur ein System probieren, eines Herstellers, sondern wir bieten gleich zwei Systeme an und die kann er mit nach Hause nehmen, kann die im Vergleich testen und kann nach einer Woche sozusagen schon mal ein Gerät oder einen Favoriten erkennen. Das heißt, ich bekomme tatsächlich vier Hörgeräte mit nach Hause? Genau, Sie bekommen vier Hörgeräte mit nach Hause und können wirklich im direkten Vergleich eben die Geräte untereinander testen. Zum Beispiel am Fernseher, am Telefon, in den schwierigen Situationen. Ist das selbstverständlich? Das ist nicht selbstverständlich. wir machen dieses Verfahren schon seit über einem Jahr und haben einen riesen Erfolg, weil der Kunde viel besser Geräte testen kann im direkten Vergleich. Denn wenn Sie ein Gerät eine Woche mitnehmen, und nach einer Woche wieder ein anderes bekommen, dann haben sie schon wieder vergessen, wie das andere ist und haben keinen direkten Vergleich. Das ist mit Sicherheit sehr interessant für Hörgeräteträger bzw. welche, die es demnächst sein werden, weil man da doch ein besseres Gefühl dafür sicherlich bekommt. Ich sage Ihnen beiden ganz herzlichen Dank und wünsche Ihnen noch eine gute Zeit hier auf dem Kongress. Ja, danke. Dankeschön.